Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Er sagt, ja, aber ich habe hier nichts zu schreiben. Ich muss mein Kind auch ständig näher laufen. Es wäre besser, wenn wir morgen uns 9:30 Uhr einen Termin ausmachen. Dann bin ich in mein Arbeitszimmer. Das Kind ist in der Kita. Ich habe Zeit, ich habe auch was zu schreiben. Und ich kann auch mal im Internet schauen, falls ich mich nochmal ganz kurz während des Gesprächs informieren möchte. Er sagt, ja, 9:30 Uhr gebongt, hat er notiert, fertig ist. 9:30 Uhr pünktlich, auf die Sekunde genau, weil ich bin ja pünktlich, so wurde ich erzogen als Ossi. 10 Minuten vor der Zeit ist das Datenpünktlichkeit nach dem Motto. Ja, da habe ich angerufen, nicht erreichbar. Da ruft jetzt die ganze Stunde später an. Ja, da muss er warten. Also, ich finde es nicht schön, wenn eine Firma mich versetzt, ohne mir irgendwie Bescheid zu geben, lass uns den Termin mal auf 60 Minuten später verschieben, jetzt in dem Fall. Weil wir haben gerade ein Meeting oder sonst was, es kann ja immer was sein. Aber gar nicht Bescheid zu geben, man hat sich darauf vorbereitet, und man steht dann da so nach dem Motto, na toll, hat sich jetzt echt gelohnt mit der Wartezeit, war? Hätte ich auch was anderes machen können. Ich verstehe manche Firmen nicht. Vielleicht war es ja auch nicht mutwillig von denen. Also, die machen das ja nicht mutwillig, die haben jetzt selber einen Arsch voll. Aber es soll auch nicht immer. Schau mal hier, ist ein Labyrinth hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich froh, dass ich die eine Ecke drauf fertig habe. Da möchte ich erstmal nicht mehr rein. Da schicke ich dann Bionalo rein. Das wird spaßig, wenn der Deckel drauf ist. Ich baue das Labyrinth jetzt zu Ende. Und dann schicke ich Bionalo rein und hoffe, und werde jetzt sagen, du musst immer den blauen Weg nehmen. Ich werde nicht sagen, ob du den mittelblauen oder den dunkelblauen Weg nehmen soll, weil der dunkelblaue Weg ist das Labyrinth und der mittelblaue Weg ist das Ziel. Ja. Naja, werde jetzt ein bisschen ärgern. Und das wird hier kein 10 Meter Turm ins Wasser, es wird wahrscheinlich ein 100 Meter Turm, je nachdem, wie hoch ich bauen kann. So, das will ich auch nicht. Diese monotone Arbeit, ich bin dafür geschaffen. Ich bin Stereo und monoton Arbeit gewöhnt. Nur nach langer Zeit monotone Arbeit brauche ich wieder Stereo Arbeit, um einfach mal wieder kognitiv aktiv zu werden. Weil im Moment, weil so, wenn ich das jetzt die ganze Zeit machen würde, den ganzen Tag hier, würde ich kognitiv verblöden. Das ist so eine Sache zum Abschalten mal ganz kurz. Ja. So. Na, so. Schaut euch mal es an. Es ist richtig dunkel. So, hier, die Tür. 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 Jetzt gehe ich mal hier raus und dann haben wir hier zum Beispiel schon mal. Ah, das sieht man natürlich jetzt nicht. Ist ja doof. Mensch. Dann muss ich mal kurz hier hoch, damit ihr es sehen könnt. Das geht dann hier hoch. Ich bin gespannt, wie weit das hoch geht, weil wir haben ja echt hier, wie ihr seht, es ist Arbeit. Ich werde dafür nicht bezahlt. Und ich tue mir diese Scheiße an. Aber ich mache Spaß. So. So. Gut, jetzt haben wir hier. Die nächste Treppe ist da. So. Okay. Ja, das war wohl nichts. Ein Satz mit X. Und dann gehe ich in die andere Richtung. Und jetzt muss ich mal gucken, genau das. Genau. Krass, meine Güte. Was tue ich mir da an? Ich bin doch bekloppt.
Ich bin doch bekloppt. Und auch so ein Unwetter hier. Na, zum Glück stehe ich nicht mit dem Kopf und Fuß im Wasser. Ich möchte in dieser Welt nicht leben. Klar, man hat seine Ruhe. Man hat keine nervigen Klugscheißer mehr um sich, die alles besser wissen. Aber bist du krank? Dann hilft dir keiner. Du musst dir ein ganzes Wissen selber aneignen und kannst nicht aus Wissen dir Sachen arbeiten, die schon andere gemacht haben, um dir das Leben einmal mal etwas leichter zu machen. Das, was ja bei uns alles möglich ist, wir gehen zum Arzt und nutzen das Wissen des Arztes, damit er uns heilt. Fertig. So. Oder andere Sachen. Das war ja nur ein Beispiel von vielen. Ja. Ich bin froh, dass ich das umstellen konnte von kreativ in friedlichem Modus, dass ich trotzdem das hier miterleben kann, diese Tag- und Nachtrhythmus, dass ich an Inseln komme. Ja, das ist schön. So, scheiße. Jetzt muss ich zurück. Da habe ich einmal nicht aufgepasst. Natürlich ist das Problem bei so einer großen, bei so einem großen Schlachtschiff, dass man wirklich an jeder Insel hängen bleibt und nicht vorbeifährt, weil man ist ja so groß. Man ist ja teilweise größer als viele Inseln selber. Ja. Gut. Ich werde noch zwei, die und die, die und die. Wahrscheinlich noch eine Etage weiter fertig bauen, jetzt. Krass, meine Güte. Und wenn die Insel dann immer noch da sein sollte, vielleicht auch mal auf die Insel gehen, als ein bisschen abwechseln. Oder mich selber mal ein bisschen hinlegen, weil die Nacht war irgendwie ein bisschen unruhig. Die letzten beiden Nächte hat sie echt geschüttet wie aus Eimern. Das war dann schon etwas unangenehm. So. Okay, das habe ich ganz vergessen. Ich wusste gar nicht. Ach, das geht ja trotzdem. So. Mach mal gleich mal korrekt hier alles. So. Ja, natürlich. Gut, ich muss wieder Zeug abladen. Ich habe jede Menge Material verloren. Ach Gottchen. Das ist ja eine Aufgabe. Dann kann ich auch gleich ins Bett, damit wieder Tag wird. Das passt mir ganz gut hier. Gute Nacht. Okay, jetzt geht's hier hoch. Oh Mann, was haben Bionano und ich hier gemacht? Boah, Alter. Ist echt heftig. So, dann wollen wir mal hier rein. Mann, hat so viel Material verbaut. Krass. So, die brauche ich noch. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Irgendwo waren die Materialien. So. Da war was gewesen. Das nehmen wir auch gleich auf. So, noch mehr Zeug. Jo, noch mehr Zeug. Nö, aber das kann man gleich mit abreißen. Super. Na dann wollen wir mal weiter. Das nehme ich auch gleich mit.
So, ich echt.